Hey liebe USA-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Top 10 Tipps, wenn ihr in die USA umzieht und in den USA neu startet. Viel Spaß mit dem Video. Nummer 1, Bettwäsche. Also, ihr habt einen riesigen 20 oder 40 Fuß Container gemietet und wollt natürlich eure Möbel mitnehmen. Ja, was macht ihr mit den Betten? Nehmt sie bloß nicht mit. In den USA gibt es ganz andere Bettformate. Diese Formate will ich euch jetzt kurz mal hier zeigen. Also, das Standard europäische Format gibt es in den USA so nicht. Gehen wir mal kurz an den Rechner. So, schauen wir uns erstmal die 6 US-Formate an. Fangen wir zunächst einmal mit dem EU-Format. Da kennen wir die Matratzengröße von 90x2 Metern und Doppelbett 180x2 Metern. In den USA gibt es das sogenannte Single- oder Twin-Bett. Das ist 98x1,89 Meter. Das heißt, es ist 8 cm breiter, aber dafür 11 cm kürzer als die deutsche Standardmatratze. Ihr könnt die deutsche Standardmatratze bzw. das Doppelbett gestrichelt hier an dieser Grafik sehen. Wenn euch die Größe nicht ausreicht, wenn ihr sagt, es ist viel zu kurz, dann könnt ihr auf ein sogenanntes Twin XL gehen. Das ist ebenfalls 98 cm breit, allerdings auch 2,2 m lang. In der Breite könnt ihr auf das nächste Format gehen, das ist dann das Full 1,36 x 1,89, und die nächste Größe ist dann tatsächlich das Queen Size 1,52 x 2,2 m. Das wohl bekannteste ist wohl das King-Size-Bett mit 1,93 x 2,2 m. Also sprich, es ist 12 cm breiter als unser Doppelbett und 2 cm länger. Wem das auch nicht ausreicht, der kann auf ein sogenanntes California King-Size gehen mit 1,83 x 2,12 m. Das gibt es nicht in der King-Size-Breite, sondern ist ein Standardformat. In einigen Bundesstaaten wird das California King-Size auch anders genannt. Das heißt, wenn ihr euer Bett mit in die USA nehmt, dann wird es so sein, ihr braucht immer eine Sonderanfertigung oder die Bettwäsche wird nicht passen, weil es mal wieder 10 cm zu viel oder 10 cm zu wenig ist. Und ganz ehrlich, ihr tut euch wirklich keinen Gefallen, weil die amerikanischen Betten sind einfach ganz anders von der Größe her als unsere europäischen. Nummer 2, Thema Elektrogeräte. Also, wie die meisten von euch wissen, haben wir in den USA eine andere Netzspannung und eine andere Netzfrequenz. In Deutschland kennt ihr 230 bis 240 Volt, die aus der Steckdose kommen, und in den USA sind es 110 bis 120 Volt. In Europa 50 Hertz, in den USA 60 Hertz. Also guckt euch eure Geräte genau an und entscheidet dann, ob ihr sie mitnehmt oder nicht. Alle Geräte, die mit einem Akku betrieben werden, also Laptops, irgendwelche Dyson-Staubsauger mit Akku, könnt ihr problemlos mitnehmen. Ihr braucht bloß den passenden Netzstecker. Bei allen anderen Geräten mal gucken, ob die auf 110 Volt umschaltbar sind. Bei einem Fernseher müsst ihr unbedingt darauf achten, ob der NTC-fähig ist, weil in Deutschland hat man oder Europa hat man überwiegend PAL und der Fernseher sollte NTC haben. Die neuen Fernseher können das alle. Unter Umständen müsst ihr dann das Netzteil umbauen. Allerdings bedenkt bitte, diese ganz neuen Geräte, OLED, LED-Fernseher etc., die sind beim Transport sehr empfindlich und ich würde sie nur in der Originalverpackung transportieren, wenn überhaupt. Bei einem PC ist es relativ einfach, da kauft ihr ein neues Netzteil. Ein MacBook, also ein Laptop, wie schon gesagt, überhaupt kein Problem. Einfach ein neues Netzteil besorgen und er transformiert euch den Strom, den ihr braucht. Was relativ wenig Sinn macht, ist, dass ihr euren Wäschetrockner oder eure Waschmaschine mitnehmt, weil der Wäschetrockner in den USA einen eigenen Anschluss hat. Der läuft meistens, soweit ich weiß, auf 240 Volt. Und die Waschmaschine, die amerikanischen Waschmaschinen heizen nicht so hoch. Das heißt, ihr habt tatsächlich nicht die Möglichkeit, wie in Deutschland, Kochwäsche mit eurer Waschmaschine zu waschen. Die amerikanischen Waschmaschinen haben nämlich einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss und die Wäsche wird maximal mit der aus der Leitung kommenden Temperatur gewaschen. Wenn ihr nun wirklich sagt, ihr wollt auf eure Waschmaschine vor allen Dingen nicht verzichten,
dann ist es auch kein Problem. Dann müsst ihr in der Regel euch eine Abzweigung von dem Wäschetrockneranschluss von einem Elektriker im Haus installieren lassen. Wenn ihr zur Miete wohnt, dann eher nicht, nur mit Zustimmung des Vermieters. Er wird es in der Regel nicht gestatten, das sage ich jetzt schon. Wenn ihr euer eigenes Haus habt, dann könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Aber lasst es bitte durch einen Elektriker installieren. Noch ein Tipp zum Thema Wäschetrockner. In Deutschland ist es ja auch oft üblich, dass man die Wäsche draußen aufhängt. Macht das bitte nicht in den USA. Das gilt eher als Armutszeugnis und kann sein, dass es wirklich verboten wird, weil jeder Amerikaner hat normalerweise auch einen Wäschetrockner und den nutzt er auch. Kaum einer hängt seine Wäsche zum Trocknen in den Garten auf. Kommen wir zu Punkt 3, Küchengeräte. In den USA ist es üblich, dass in jedem Haus, in jeder Wohnung eine Einbauküche mit Geräten vorhanden ist. Nehmt bitte eure teuren Küchen nicht mit, das macht überhaupt gar keinen Sinn, es sei denn, ihr baut selber in den USA. Aber in einigen Bundesländern ist es tatsächlich so, dass ihr die Küche beim Bauantrag mit eingezeichnet haben müsst. Und das wird dann genehmigt. Weicht die Küche von der Baugenehmigung ab, kann das zu Problemen führen. Das kann sogar zu einem Baustopp führen. Punkt Nummer 4, Fahrzeuge. Ja, wenn man ein super Auto hier in Deutschland hat, das mit in die USA zu nehmen, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Allerdings solltet ihr genau kalkulieren, was für Kosten auf euch zukommen. Oftmals bedarf es extremer Umbauten am Fahrzeug und damit meine ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche neuen Blinker oder Bumper, also Stoßstangen vorne auszuwechseln, sondern teilweise die Abgasanlage zu modifizieren und das kann richtig, richtig teuer werden. Also im Vorfeld informieren. Im Zweifelsfall holt euch ein Auto in den USA. Die gleichen Modelle gibt es in der Regel auch in den USA. Und es muss nicht unbedingt der deutsche VW Passat sein, den kriegt ihr auch in den USA. Punkt Nummer 5, grundsätzlich das Thema Möbel. Also billige Möbel, IKEA-Möbel, macht keinen Sinn mit rüberzunehmen, weil die Frachtkosten für einen 20 oder 40 Fuß Container sind enorm. Also da seid ihr schnell mal 12.000 bis 15.000 Euro los. Da lohnt es sich wirklich nur absolut hochwertige Möbel mitzunehmen. In der Regel ist es sogar günstiger, die Möbel, wenn ihr etwas günstigere Möbel habt, wegzuschmeißen oder zu verkaufen und sich den Transport zu sparen. Für das Geld könnt ihr euch dann in den USA richtig schöne Möbel kaufen. Das muss auch nicht High-End sein. Denkt dran, es ist euer neuer Lebensstart. Vielleicht möchte man ja auch das Alte zurücklassen. Dazu gehören auch Möbel und sich komplett neu einrichten. Punkt Nummer 6, das Thema Post, Erreichbarkeit. Ihr werdet es merken, wenn ihr auswandert, ihr braucht eine deutsche Adresse. Fragt bei Familie, Freunden, Verwandten, ob ihr die Post an die weiterleiten könnt. Es kommt oft vor, dass irgendwelche ganz wichtige Post dann die Auswanderer nicht erreicht und ihr bestimmte Fristen versäumt. Daher unbedingt dafür sorgen, dass die Post an eine entsprechende Stelle, zuverlässige Stelle weitergeleitet wird. Nummer 7, Medikamente. Einige von euch nehmen regelmäßig Medikamente ein. Achtet bitte auch darauf, dass hier diese Medikamente in den USA verfügbar sind. Macht euch im Vorfeld schlau. Stellt euch vor, ihr kriegt irgendwelche speziellen Herzmedikamente und die gibt es in den USA nicht. Gegebenenfalls müsst ihr auf ein anderes Mittel umsatteln. Und da solltet ihr schauen, dass ihr das Mittel vertragt. Also schon mal in Deutschland auf dieses Mittel umsatteln, schauen, ob es Nebenwirkungen gibt, ob ihr das Mittel vertragt. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Bestimmte Medikamente könnt ihr mit einem Schreiben vom Arzt dann auch mit rübernehmen, vielleicht für die Übergangszeit. Also macht euch im Vorfeld genauso das Gedanken darüber. Punkt 8, einer für mich sehr wichtigen Punkte, das Thema Pflegeversicherung. Zwischen den USA und Deutschland gibt es kein Sozialversicherungsabkommen, was die Pflegeversicherung regelt. Das heißt, seid ihr im Ausland, werdet zum Pflegefall, dann ist die deutsche Pflegeversicherung nicht für euch zuständig. Ansprüche können nur dann geltend gemacht werden, wenn ihr so eine Art Anwartschaftsversicherung für die Pflegeversicherung weiterzahlt oder für die Pflege nach Deutschland wieder zurückkommt. Macht euch für euren Fall, individuellen Fall, im Vorfeld schlau, was die beste Strategie ist. Punkt 9, das Thema Arbeitslosenversicherung, gehört auch damit dazu. Wenn ihr in den letzten 24 Monaten nicht mindestens 12 Monate in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis wart, dann habt ihr keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das gilt natürlich auch, wenn ihr ins Ausland geht und dort arbeitet, seid ihr nicht sozialversichert in Deutschland.
Sprich, kommt ihr nach Deutschland zurück und könnt nicht nachweisen, dass ihr 12 von 24 Monaten in Deutschland gearbeitet habt, dann seid ihr automatisch ein Hartz-IV-Fall. Das sogenannte Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag, da könnt ihr auch so eine Art Anwartschaftsversicherung machen, wenn ihr euch im Ausland aufhaltet. Das kostet für westdeutsche Bürger 87,15 Euro im Monat und für ostdeutsche Bürger 75,60 Euro. Ihr seid damit aber maximal bis 1.400 Euro abgesichert. Mehr ist es nicht. Und wie schon gesagt, das ist das absolute Maximum. Bei manchen wird es sogar deutlich weniger sein. So, und nun zum Tipp Nummer 10. Super wichtig. Wenn ihr natürlich etwas Vermögen angespart habt und dieses in die USA transferieren wollt, dann könnt ihr das natürlich über eure Hausbank machen. Allerdings werden die euch richtig in die Geldbörse greifen und enorme Gebühren verlangen. Die Gebühren können teilweise mit unter 5% sein. Bei 100.000 Euro können das schon mal 5.000 Euro Gebühren sein. Da gibt es aber ein super tolles Tool, wie ihr Geld von einem Land ins andere transferieren könnt. Ihr braucht natürlich einen US-Bank-Account, den solltet ihr natürlich im Vorfeld haben. Da könnt ihr dann die Plattform TransferWise nutzen. Also die meisten Deutschen sagen Transferwiese, transferwiese.com. Transferwiese nimmt den aktuellen Dollarkurs und da gibt es noch eine kleine Gebühr und da könnt ihr Hunderttausende von Dollar von Deutschland in die USA transferieren. Wie schon gesagt, ihr braucht ein deutsches Konto, wo das Geld drauf ist und ihr braucht einen US-amerikanischen Bankaccount, auf den das Geld transferiert werden soll. Das Ganze könnt ihr sogar weltweit machen, das heißt, das ist keine deutsch-amerikanische Geschichte. Ihr könnt es nach England transferieren, nach Indien, wie auch immer. Geht einfach auf transferwise.com und dort findet ihr die aktuellen Gebühren. Das war's auch schon wieder. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Wenn ihr noch weitere Ideen habt oder Wünsche, was ich noch thematisieren soll, dann bitte unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auch über die neuen Abonnenten. Hallo zusammen und wir sehen uns das nächste Mal zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.